In den Jahren von 1999 bis 2006 wurde durch den Archäologischen Dienst des Kantons Graubünden eine bisher unbekannte große Sakralzone freigelegt. Es ließen sich mehrere übereinanderliegende Kirchen nachweisen mit einem Kern, der bis in die römische Zeit zurückreicht. Damals in der Spätantike wurde nördlich an den zentralen Bau ein weiteres Gebäude angefügt, ein Taufraum. Auch Baptisterium genannt. In dessen Innern, eingelassen in den noch originalen Mörtelboden, ein schön erhalten gebliebenes Taufbecken aus dieser frühchristlichen Zeit zum Vorschein kam. Seine Entstehung wird ins 5. Jahrhundert datiert, womit es wohl eines der ältesten Taufbecken nördlich der Alpen ist. Dank den Aufzeichnungen des Mailänder Bischofs Ambrosius um das Jahr 380 wissen wir recht genau, wie der Taufakt in dieser frühen Zeit verlief, als noch keine Kinder, sondern Erwachsene getauft wurden. Da die Täuflinge in dieser frühen Zeit während der Taufe nackt waren, wurde aus Gründen der Sittlichkeit in einem separaten Baptisterium neben der Kirche getauft. Die zur Taufe bereiten Gläubigen durchliefen zuerst eine Zeit der Einübung in die christliche Lebensweise. Sie mussten Prüfungen ablegen und das Vaterunser auswendig lernen. Am Samstag vor Ostern begann das eigentliche Ritual mit der Segnung des Wassers im Taufbecken, gefolgt von der Salbung der Täuflinge. Diese mussten sich zunächst gegen Westen wenden, in Richtung des Sonnenuntergangs, wo man in der Antike die finsteren Mächte und Dämonen vermutete. Danach mussten die Täuflinge sich von allen Irrlehren und Zweifeln lossagen. Anschließend durften sie sich nach Osten wenden, der Richtung der aufgehenden Sonne und des Lichts, und in das Taufbecken hinabsteigen. Nun folgte der eigentliche Taufakt, bei dem die drei Fragen nach dem Glaubensbekenntnis zu Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist zu beantworten waren. Nach jeder Frage wurden die Täuflinge von den mit ihnen im Wasser stehenden Assistenten hinabgezogen und untergetaucht oder mit dem Wasser übergossen. Während dem Baptisterium getauft wurde, war die Christengemeinde nebenan im Kirchenraum versammelt, wo sie das Wort Gottes hörte, betete und sang und auf den Einzug der neu getauften Christen wartete. Diese erhielten nach dem Taufakt ihr weißes Taufkleid umgehängt. Sie durften sich nun in Richtung Süden wenden und über eine breite, leicht ansteigende Treppe aus dem Baptisterium den eigentlichen Kirchenraum betreten. Mit der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Eucharistie wurde anschließend ihre Aufnahme in die Christengemeinde feierlich besiegelt.